Wir sprechen über die Bayern und wollen uns einmal anschauen, wer denn da eigentlich gekommen ist im Sommer 2021. Denn der Erste aus dieser Riege beschäftigt sich offenbar schon damit, ob das überhaupt so eine gute Entscheidung war, zum FC Bayern zu gehen. Wir sehen hier Upamecano, der Innenverteidiger, für 42,5 Millionen aus Leipzig. Der Deal war schon länger klar. Marcel Sabitzer kam dann noch hinterher, weil die Bayern auch Not und Bedarf hatten, für 15 Millionen und ablösefrei Omar Richards und Sven Ulreich als zweiter Torwart. Wie viele Fehleinkäufe sehen wir auf dieser Liste, Herr Reif? Fehleinkäufe gleich. Ist noch ein bisschen früh, ist auch bei Sabitzer früh. Auf den geht es ja noch. Also Upamecano wird hoffentlich irgendwann mal seine 2-3 Fehler pro Spiel reduzieren. Und dann ist er ein richtig guter Innenverteidiger. Omar Richards wissen wir immer noch nicht, dazu müsste er spielen. Aber wenn er richtig gut wäre und gut genug wäre für die Bayern, würde er spielen. So, das ist so eine Falle. Sven Ulreich ist ein ganz anderer Punkt. Nein, es geht um Marcel Sabitzer. Und ja, ich habe ihn doch oft genug, und Sie auch, wir haben ihn doch oft genug gesehen bei RB Leipzig, welche Präsenz der hatte und welche Qualitäten. Und davon ist bei Bayern viel zu selten oder ehrlich gesagt eigentlich überhaupt noch nichts zu sehen. Und mittlerweile hast du so das Gefühl, er ist in einer Falle drin. Also der kommt als Einwechselspieler und dann gucken alle natürlich auf ihn, weil sie sagen, jetzt, aber heute wird's mal, aber heute muss aber mal was kommen. Und unter diesem Druck kommt der erste Ball, der nicht sauber ankommt, und danach hast du wieder das Gefühl, er selber fühlt sich auch nicht wohl. Er selber ist nicht glücklich, er selber spielt nicht das, was er kann. Also das ist, manchmal passiert das, vielleicht falscher Club, Club zu groß für einen, das hat es auch schon früher gegeben, die dann anderswo wieder ihr Glück gefunden haben. Also wenn er nichts könnte, bei Omar Richard zum Beispiel wussten wir es nicht. Also erzählen Sie mir nicht, dass Sie wussten, wie der bei Reading in der zweiten englischen Liga spielt. Aber hier, bei Sabitzer wussten wir es doch. Wo ist es geblieben? Ja, da kann manchmal die Umstände und der neue Club einfach nicht passen. Es war nach unseren Informationen auch so, dass es in der Scouting-Abteilung durchaus Bedenken gab, ob Sabitzer die Qualität hat, Bayern zu helfen. Aber Julian Nagelsmann war es ganz, ganz wichtig. Der hat darauf gedrängt, damals gegen Ende der Transferphase, dass Sabitzer noch kommt, weil er ihn eben auch als vielseitigen und, wie Sie gerade sagen, sehr präsenten Spieler so geschätzt hat. Ist es daher umso überraschender, dass Nagelsmann ihm ja bislang auch nicht über eine längere Strecke auf einer Position vertraut? Aber das ist doch, Nagelsmann ist ja keiner, der Haltungsnoten vergibt oder der nach Lust und Laune sagt, guck mal, wir sind so gut, wir hauen alle 10-0 weg. Da ist völlig wurscht, wer spielt, und da schleppen wir mal einen durch. Sondern schon gar nicht jetzt, wenn die Saison weiter fortschreitet, wo es wirklich ernst wird um die Dinge. Es ist die alte Krux. Wenn du besser werden willst, musst du spielen. Aber wenn du spielen sollst, musst du gut genug sein. Aber wenn du noch nicht gut genug bist, müsstest du spielen. Wenn du aber spielen sollst, musst du gut genug sein. Ja, es ist so, das erfinden wir doch jetzt nicht gerade, sondern das war noch nie anders. Und bei einem Club, der solche Ziele hat, wird es schwer. Es muss irgendwann bei ihm Klick machen, wenn es denn überhaupt funktioniert. Und wenn nicht, glaube ich, ist es für beide Seiten gut, wenn denn was dran sein sollte. Ich weiß es nicht, aber ihr schreibt, Sportbild, dass er sich durchaus auch schon beschäftigen könnte mit der Idee. Das wäre ja auch Wahnsinn, wenn er sich nicht damit beschäftigen würde. Also wenn er sagen würde, pass auf, ich habe noch 3 Jahre Vertrag oder wie lang, jetzt bohre ich mal ein bisschen im Näschen, setze mich auf die Tribüne, ihr schickt mir die Kohle rüber monatlich, und damit hat es sich. Das ist ja nicht der Typ, der ist ja noch viel zu jung und viel zu gut von seinen Fähigkeiten. Aber es kann durchaus passieren, dass man sagt, beide Seiten sagen, du pass auf, es passt nicht. Wir kriegen es gemeinsam nicht hin. Und Nagelsmann wird der Erste sein, der ehrlich und offen mit so einem Spieler spricht. Möglicherweise ist es ja sogar eine Rückkehr nach Leipzig, die mehrere Parteien glücklich machen könnte. Leipzig, die damit auch das Signal nochmal senden, wir bleiben da oben weiter dran. Und Sabitzer, der halt sofort wieder seinen
Stammplatz hätte. Das wäre für mich fast die naheliegendste Lösung in dem Fall. Ja, auf der anderen Seite sagt man, man geht nicht zurück. Wenn man irgendwann mal gegangen ist, ist man gegangen. Aber du, und viele Comebacks, Borussia Dortmund hat da nicht die beste Erfahrung gemacht in den letzten 2-3 Jahren, funktionieren manchmal, meistens nicht. Bei Sabitzer könnte ich es mir gut vorstellen. Nochmal, das ist ja keiner, der mit Starallüren durch die Welt stolziert und sagt, ihr versteht mich alle falsch, sondern ihm merkst du doch selber an, in jeder Phase des Spiels, wenn er denn mal auf dem Platz ist, dass er sich selber sucht und dass er unglücklich ist mit dem. Er trifft immer wieder eine falsche Entscheidung. Er spielt Ball ab, wenn er mal gehen könnte, spielt den Ball nicht ab, wenn er und Zweikämpfe und dann Bälle und dann Positionen und dann denkst du, Mensch, Aktionismus, dann, also mir tut das richtig weh, wie gesagt, weil ich ihn gesehen habe oft genug bei und sie ja auch bei RB Leipzig, und dass das alles wie, als hätte jemand einen Stecker gezogen, als hätte jemand ihm mindestens 30-40% des Leistungsvermögens genommen. Ist es die Säbener Straße, ist es die Konkurrenz, sind es die um ihn rum? Ja, es gibt Spieler, die werden, und das ist doch Typenfrage, die werden erschlagen erstmal von so einer neuen Welt, wenn sie denn in der alten, in Leipzig so, sich so wohl und so sicher gefühlt haben. Zumal Marcel Sabitzer jetzt natürlich auch verfolgen kann, wie die Bayern schon die neue Saison planen. Und da ist ein Holländer im Prinzip schon auf dem Weg Richtung München, Ryan Grevenberg von Ajax Amsterdam, 19 Jahre alt, soll so um die 25-30 Millionen kosten. Die Bayern sind da sehr, sehr weit. Ein Mittelfeldspieler, der verglichen wird mit Pogba, also eine starke Präsenz, großer Leistungswillen, sehr präsent an der Stelle. Können Sie nachvollziehen, dass die Bayern den nicht nur im Auge haben, sondern unbedingt haben wollen? Absolut. Weil er er kann viele Dinge. Er hat einen Schuss und wie Sie sagen, eine Präsenz, und er kann eine Sechserposition spielen, der kann die Achterposition spielen, der kann dazwischen spielen. Das, was man heutzutage auf einer dieser Schlüsselpositionen im auf dem Spielfeld verlangt von einem Spieler, und ist jung genug, aber schon reif genug, kommt aus der Ajax-Schule. Also viel mehr kannst du einem an Etiketten nicht rankleben, einem jungen Kerl. Und die Bayern wären verrückt, wenn sie sich nicht danach umschauten, wenn sie den Bedarf sehen. Und ja klar, das merkt ihr doch gerade. Also Goretzka, Kimmich ist großartig. Und es muss auch einer sein, ein 19-Jähriger, der sagt, das traue ich mir zu, da mal dazwischen zu grätschen. Und sie werden genug Spiele haben, die Bayern in der Saison in der Regel, und da kriege ich schon meine Einsätze. Das muss sich einer dann trauen. Und da sind wir wieder bei Sabitzer. Möglicherweise ist es das, was Sabitzer lähmt. Aber dem Grabenbruch, dem traue ich zu, dass der, wenn der Transfer klappt, dass er sehr wohl auf dieser Position bei den Bayern passt. Das wäre Tolisso dann auch das Ende wird die große von Frage auch Tolisso, sein. Oder das wäre auch das Ende von Tolisso, dessen Vertrag ja ausläuft. Denn das wäre sonst eine Überbesetzung für diese Position. Ja, absolut. Und das können sich auch die Bayern nicht leisten. Wäre auch Unsinn, weil sie anderswo dann Bedarf hätten. Also da scheint es mir auf Abschied zu stehen bei Tolisso. Oder aber Sabitzer geht. Und dann auf dem Niveau hast du gern alle Positionen doppelt besetzt, möglichst mit Qualität. Aber wenn Tolisso bleibt und Sabitzer bleibt, wäre für den Holländer kein Platz. Ist eine der Fragen, die uns beschäftigen werden.